So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Batman. Im letzten Part haben wir das U-Boot vom Pinguin zerstört und nun geht es in die Kanalisation, denn wir müssen Killer Croc verfolgen, dessen Heimat so ein bisschen die Kanalisation ist. Waylon Jones, auch bekannt als Killer Croc, wurde mit einer schrecklichen Krankheit geboren, die ihn langsam, aber sicher in ein Reptil verwandelt, ein Reptiloid. Er ist immun gegen Gifte und unglaublich stark. Wie sein Hass auf die Menschheit. Ja, Wahnsinn. Ein Reptiloid quasi. Oh mein Gott, setzt die Aluhüte auf. Killer Croc kam tatsächlich in Suicide Squad vor. Als Teil des Suicide Squads. Mit Unternehmen Harley Quinn. Der jetzt auch ihren zweiten Teil bekommen hat quasi mit Birds of Prey. Den habe ich noch nicht gesehen, aber Suicide Squad war ja auch eher verhaltensmäßig. Naja. Naja, man ist Besseres gewohnt, ne? Kann man so sagen. Aber nun geht es erstmal hinter das Krokodil her. Und damit meine ich nicht das Krokodil, was wir gerade eben gesehen haben, sondern das richtige Krokodil. Schön, dass hier auch die Kanalratten uns alle begleiten. So muss das sein. Wenn die Kanalratten da sind, dann ist doch alles schön und fein. Ja, ja. So ist das. So, Batman kriegt auch einen Anzug für dieses Level, nämlich den Detonationsanzug. Und es gibt natürlich auch rote Steine, die holen wir uns dann später, wenn es denn soweit ist. Nicht wahr? Wenn es denn soweit ist, gibt es auch rote Steine in diesem Level. Das ist eine Bonuszone, weil da gibt es immer ein paar mehr Stat-Punkte. Aber die verlassen wir mal ganz schnell wieder. Da gibt es dann doppelte oder dreifache Punktzahl für die eingesammelten Stats. Genauso wie wenn man hier die Gegner eins auf die Schnauze haut. Ihr seht es ja eigentlich. Da kommt ja immer so ein Multiplikator. Der ist auch dafür zuständig, dass wir dann mehr oder weniger mehr Stats bekommen. Also falls man wirklich mal festhängen sollte, dabei viele Stats zu bekommen, sollte man auf jeden Fall danach Ausschau halten. Dass man möglichst viele Gegner verdrischt, weil dann kriegt man umso mehr Punkte. Umso mehr Money. Money, Money, Money. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, dann wäre das allerliebst. Weiß ich aber an dieser Stelle gerade noch nicht. Ich tippe einfach mal, wir müssen hier irgendwas machen. Wir machen es einfach mal. Nö. Stimmt, Robin hat doch auch einen Tauchanzug, glaube ich, für dieses Level, nicht wahr? Irgendwie habe ich da was im Kopf. Dass Robin einen... Genau, da oben ist es ja auch schon. Da oben ist es ja auch schon. Wenn Robin jetzt weiterhin da hochgehen würde, wäre das Herz allerliebst. Wenn ich einfach mal drehe, geht Robin dann da hoch? Ja. Macht die KI, was sie soll? Oder macht sie es... Naja, mehr oder weniger. Sie macht ein bisschen was, ne? Da ist der Mensch in Gefahr, den wir nicht retten wollen an dieser Stelle. Ja, und mit dem Tauchanzug können wir nämlich unter Wasser auch gehen. Können auch ein paar Charaktere von sich aus, aber... Ja, Batman und Robin halt nicht. Von daher brauchen wir etwas Hilfe durch einen Anzug, den wir auch hier haben. Damit können wir auch ein bisschen schwimmen, tauchen. Wie gesagt, einen Tauchanzug geben, wie er im Buche steht. Und lassen wir das Wasser ab, damit wir dann das mit in die Mitte kommen mit Batman. Und da mal den Tresor wegsprengen können quasi. Oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Irgendwas müssen wir wegsprengen. Wegsprengen ist immer gut. Grundsätzlich immer gut. Da kommt man immer weiter. Auch unter der Stadt kommt man mit Wegspringen weiter. Heißt es quasi in meinem Repertoire. So. Ich nehme an, hier springen wir einfach mal das frei. Das wird schon richtig sein. Da oben gibt es nämlich nochmal neue Anzüge für uns. Aber sind es Anzüge, die wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt benötigen? Vermutlich schon. Also nehmen wir sie mit. Einmal für Batman den Gleitanzug und für Robin den Magnetanzug wieder. War den nicht am Anfang des Levels erst? Naja, egal. Gibt's nicht auch einen Kraftanzug? Ach nee, ich glaube, der war in Batman 2 erst, ne? Von Lego Batman gibt es ja mehrere Teile. Ist ja eines dieser Spiele, die mehrere Teile erhalten haben. Natürlich noch mehr, aber. Halt in der Lego Batman-Reihe haben wir drei Teile insgesamt. Abgeschlossen mit Batman 3 dann. Bisher zumindest. Aber ich finde, die Lego Batman Spiele wurden von Teil zu Teil schlechter tatsächlich. Nicht so wie bei den meisten anderen Reihen, wo es von Teil zu Teil besser sah. Aber Lego Batman wurde es von Teil zu Teil tatsächlich schlechter. Ich meine, Lego Batman 2 hat viel getan. Ich meine, dadurch haben wir
zum ersten Mal eine Sprachausgabe tatsächlich bekommen in den Lego-Spielen. Aber grundsätzlich, ja, naja, nö. Es ist schon okay für das, was es ist, aber Lego Batman 2 für mich dann doch eher der schlechteste Teil der, oder Lego Batman 3 auch eher der, einer der schlechteren Teile. So, kriege ich hier irgendwie einen Traktoranzug? Kann das sein? Oder muss ich hier erstmal wieder mit einem Tauchanzug rein? Ah, ist jetzt mal interessant zu wissen, ne? Freunde. Einen Traktoranzug kriege ich hier scheinbar nicht, oder? Da brauche ich einen. Ich verstehe noch nicht so ganz. Das muss ich vielleicht auch noch nicht. Da ist Minikit, da ist dies, da ist das. Aber den Attracto, der ist nicht da. Zumindest nicht da, wo ich jetzt suchen würde. Vielleicht mal ganz oben kurz gucken. Nur mal gucken. Gucken kostet ja nichts. Okay, wir kommen da eh nicht hoch. Können wir nicht hoch genug springen für. Irgendwas muss hier noch versteckt sein. Irgendwas muss hier versteckt sein, aber ich finde es gerade nicht. Oder? Ich bin wahrscheinlich vollkommen dumm und ihr habt schon längst gesehen, wahrscheinlich ist da drüben nochmal was für. Obwohl, nee. Das kann ja nicht sein. Für den kann ja nichts bei sein. Ist ja irgendwas? Wie, hä? Also, ich brauche ja wie augenscheinlich einen Attraktoranzug, aber. Wie bekomme ich den? Ja, ja, ich habe es gesehen, ich bin dumm. Wir können ja wieder wechseln zum Detonationsanzug. Ich bin ein Held. Der Held der Steine vermutlich. Gibt es ja einen YouTube-Kanal, der so Lego-Sets reviewt. Genau, und dann geht's hier rein. Von wegen Attraktoranzug, wofür brauche ich den? Will ja einfach nur weiter. es tut mir leid. Manchmal sieht man den Baum, den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Den Baum vor lauter Wäldern nicht oder so ähnlich. Wahrscheinlich auch dies nicht. Ja, manchmal ist es halt so. Manchmal ist man halt ein bisschen, steht man ein bisschen auf dem Schlauch. Auch in Lego-Spielen ist das durchaus denkbar. Ist vielleicht peinlich, aber hey, was soll's. Krokodile können mich mal. Ich will einfach nur hier meinen Hebel betätigen. Und mir damit Wege bauen. Die Wege des Herrn sind unergründlich oder so. Ganz genau so. Und dann geht's hier hoch. Ja, wunderbar. Das hätte schneller gehen können. Hätte schneller gehen müssen. Ich weiß. Ich weiß. Es war dumm. Es war dumm. Ich war nicht ganz auf der Höhe. Es tut mir doch leid. Manchmal ist das so. Manchmal weiß man doch nicht immer sofort, wohin man muss. So, war das hier nicht metallisch? Nee. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht. Es wird noch metallisch, ne? Irgendwas habe ich da im Kopf. Dass das hier alles metallisch wird. Oder, warte. Diesmal stehe ich nicht auf dem Schlauch. Ich werde es gleich erstmal versuchen zu sprengen. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Nö. Okay. Ich weiß, dass man da hochkommt. Das weiß ich. Aber wie? Das ist mir ein Rätsel. Da oben ist ein Minikit. Da kommen wir nicht lang. Achso, ja. Ja, ich sehe es. Ich sehe schon. Denke ich. Hoffe ich, weiß ich. Meine ich. Ja, doch. Das ist richtig. Das ist richtig. Was ich hier gerade mache. Da bauen wir uns nämlich ein schönes Krokodil. Was uns letzten Endes was bringt. Ein Hebel, okay. Nehme ich gerne mit. Auf das Krokodil springen wir jetzt nicht drauf, auf das arme Viech. Der arme Teil hat es jetzt gerade nicht verdient. Nicht jetzt, oder? Einmal. Einmal ist keinmal, nicht wahr? So, und jetzt aber. Ich wusste, dass man hier drauf laufen konnte, bloß halt, dass da erst noch was fehlte. Das wusste ich aber. Grundsätzlich, okay, da oben kommen wir. Da oben ist nur ein Minikit, was wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nicht wollen. Stattdessen machen wir uns hier im Weg frei. Und springen dann gleich hinüber. Ja, wunderbar. Hops und hopsasa. Sind doch, glaube ich, gleich am Ende des Levels, ne?
Das war ein bisschen viel Geld. Meinst du nicht auch? Ja, hier brauchen wir was mit dem Joker zu tun hat, brauchen wir jetzt aber zu jetzigen Zeitpunkt nicht. Oh shit. Jetzt nicht mehr zu viel einsammeln, bitte, mein Freund. Mein Freund Robin. Nicht mehr zu viel, bitte. Da jetzt so eine große Armada an Scheiß hinter war, hätte ich nicht vermutet. Sagen wir, lassen uns gleich erstmal ein bisschen angreifen. Oder versuchen einfach nicht allzu viel einzusammeln. Ich möchte das nicht. Ich möchte ja kein Superheld werden. Haben wir uns da verstanden? Glockrock, du bist mir dabei, oder? Dass ich kein Superheld werde. Bin kein Superheld an dieser Stelle. Nein, nein. Möchte ich nicht. Ja gut, da haben wir uns jetzt auch einmal umgebracht. Das ist in Ordnung. Ja, wirf ruhig alles auf mich drauf, was du hast. Ist in Ordnung. Ja, ist ein einfacher Kampf. Der wirft halt uns ein paar Mal ab, aber dann kommt er auch selbstständig wieder und dann können wir ihn attackieren. Ist wie gesagt ein sehr simpler Kampf. Sollte nicht das schwerste Unterfangen sein, den hier zu besiegen. Ich weiß nicht, ob man ihn sonst noch irgendwie attackieren könnte, aber ich glaube nicht. Da hat zwar viele Leben, aber da ist viel heiße Luft hinter. Muss man ehrlich gesagt gestehen, nicht wahr? So, und der letzte Durchgang vermute ich mal. Und dann haben wir Killer Croc erledigt. Da hatten wir ein paar Strapazen im Level, weil ich ab und zu mal nicht wusste, wie es weiterging, aber hey, das gehört dazu. Man kann nicht alles wissen in den Levels. Alles kann ich nicht wissen. Man kann zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Und da legt sich der geheime Plan frei, beziehungsweise legt sich frei, wo wir als nächstes hin müssen, um den Pinguin zu besichtigen. Und Robin freut sich schon auf den Besuch im Zoo. Ich weiß nicht, warum man da so rumtanzen muss, aber Robin freut sich. Und das ist die Hauptsache. Ab in den Knast mit der Killer Croc. Kanalisation stinkt auch ohne dich. Mit dir zwar noch mehr, aber ohne dich genauso viel. Und den letzten Anzug, der Wasseranzug für Robin. Damit haben wir alle Anzüge für Batman und Robin freigespielt. Ist doch auch schon mal was wert, nicht wahr? Ja, da haben wir relativ viel eingesammelt, aber sind nicht zu weit geworden, immerhin. Immerhin, ne? Und dann verlassen wir das Level. Dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Auch wenn ihr ein bisschen auf dem Schlauch stand. Ist halt manchmal so. Kann passieren, kann auch noch öfter passieren in diesem Let's Play. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, gebt nämlich nach oben, lasst gerne ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Bis dahin, Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!